Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn. Heute um ein Thema, das hat mich schon im Studium umgetrieben. Denn wir haben damals gelernt, so vor 200 Jahren, in der Psychologie, dass es Großmutterneuronen eigentlich wirklich nicht gibt. Wir haben diese Theorie gelernt, um zu lernen, wie Wahrnehmung nicht funktioniert. Das war das Interessante. Wie funktioniert Wahrnehmung also nicht? Nun, sie funktioniere, das haben wir damals gelernt, nicht so, dass zunächst hier unten im Bereich, wo sozusagen die Information ins visuelle System, wir sehen hier eine Übersicht, die ist bewusst so gewählt, dass man eigentlich gar nichts wirklich erkennt, weil es ist in Wirklichkeit noch etwas komplizierter. Aber hier unten gehen sozusagen die Pixel von den Augen hinein und hier diese ganzen Kästchen, das sind einzelne kortikale Bereiche, also Bereiche der Gehirnrinde, in denen bestimmte Aspekte des Gesehenen verarbeitet werden. Zunächst mal geht es um Ecken und Kanten, um Richtungen, dann geht es um Bewegungen oder es geht zum Beispiel hier ums Farbensehen. Noch weiter oben werden diese Informationen kombiniert und es werden immer komplexere Dinge herausgezogen, zum Beispiel Gesichter, zum Beispiel Objekte, zum Beispiel Landschaften oder bestimmte Körperdinge, die man eben sehen kann. Wichtig ist, dass wir damals gelernt haben, auf keinen Fall funktioniert Wahrnehmung so, dass hier die Pixel hineingehen und dann da oben irgendwelche Nervenzellen eben nicht mehr nur für Ecken und Kanten zuständig sind, sondern doch um Gottes Willen nicht für die eigene Großmutter. Das Großmutterneuron war also damals, das ist interessant, ja, eine Karikatur. Es stand dafür, wie es nicht funktioniert. Wahrnehmung ist nicht, es geht rein bis hin zum Großmutterneuron, das dann funkt, wenn, ja, ich vor meiner Großmutter stehe und sie mich anlacht. Nun, wir sind heute einige Jahrzehnte weiter. Und das Interessante ist, dass gerade Untersuchungen aus der letzten Zeit gezeigt haben, natürlich funktioniert Wahrnehmung genauso, wie wir vor 30 Jahren gelernt haben, dass sie nicht funktioniert. Woher wissen wir das? Nun, man hat schon vor 10 Jahren etwa die Möglichkeit gehabt, bei einzelnen sich verhaltenden, also wachen Affen, einzelne Nervenzellen abzuleiten und von denen dann genau zu schauen, was treibt die um, wann gehen die an. Das hat man, dafür gab es einen Nobelpreis in den 80ern, in den 60er Jahren gemacht und hat gefunden, am Anfang des Sehsystems gibt es Nervenzellen, die sind tatsächlich für Ecken und Kanten zuständig. Wie es weiter oben war, das hat man lange Zeit nicht genau gewusst, also wie es denn ist, wenn die Nervenzellen immer spezieller werden. Ja. Dann war es irgendwann mal möglich, wie ich eben sagte, bei sich verhaltenden Affen abzuleiten. Und dann hat man die geniale Idee gehabt, wir zeigen denen mal Gesichter. Und dann hat man Gesichter gezeigt, einzelne. Und es stellte sich heraus, es gibt tatsächlich in höheren Zentren, die sitzen irgendwo da rechts oben, da gibt es tatsächlich Nervenzellen, die gehen an, also die werden aktiv, wenn der Affe ein einzelnes Gesicht sieht. Und das Spannende ist jetzt, der kann das Gesicht von vorne sehen, oder von der Seite oder von der anderen Seite. Und diese eine Nervenzelle, die geht an. Und zwar bei einem ganz bestimmten Gesicht. Die Nervenzelle steht also offensichtlich nicht für irgendeine bestimmte Geometrie. Also ich will mal sagen, für Eigenschaften des Objekts. Nein, sie steht für was Höherstufigeres, für was Abstrakteres. Nämlich für ja diese Person da, deren Gesicht von wo auch immer betrachtet so und so aussieht. Das war damals sehr spannend. Und man hat sich überlegt, das heißt eigentlich schon, dass es Nervenzellen gibt, die für wirklich einzelnes, höherstufiges stehen und hat sich natürlich auch gefragt, wie ist denn das beim Menschen? Nun, beim Menschen können Sie diese Art der Forschung allein um der Forschungswillen natürlich nicht machen. Was man aber vor kurzem geschafft hat, ist bei Patienten, bei denen man sowieso genau schauen musste in bestimmten Bereichen des Gehirns, wofür welche Nerven zuständig sind, weil man da operieren musste. Zum Beispiel, weil da ein Hirntumor war. Deswegen hat man sozusagen guten Grund gehabt, sich das Gehirn ganz genau anzuschauen und eben auch beim wachen Patienten das Gehirn zu charakterisieren und in bestimmten Bereichen des Gehirns nachzuschauen, wofür stehen da einzelne Nervenzellen. Und jetzt kam die wirklich große Überraschung. Beim Affen vor 10, 15 Jahren hatte man schon einen Neuron gefunden, das war für Bill Clinton zuständig. Das ist kein Witz. Der Affe hat natürlich auch auf andere Affengesichter mit bestimmten Nervenzellen reagiert. Man fand aber damals schon eine Nervenzelle bei einem Affen. Doch die hat immer gefeuert, wenn Bill Clinton von links, von rechts, von vorne zu sehen war. Der Affe hatte also ein Bill Clinton-Neuron. Nun, jetzt,
Bei Patienten hat man noch ganz andere Neuronen gefunden. Zum Beispiel, Sie kennen möglicherweise die Seifenoper Friends. X Folgen, immer mit den gleichen Schauspielern. Und da die Studie aus Amerika kommt, hat man natürlich solche Schauspieler genommen, von denen man annehmen konnte, die kennt jeder. Also hat man eine der Schauspielerinnen, Jennifer Aniston, von vorne, von der Seite gezeigt und fand bei einem Patienten ein Neuron, das war für Jennifer Aniston zuständig. Also ein Jennifer Aniston-Neuron. Man hat ein anderes Neuron bei einem anderen Patienten gefunden, das war für die Schauspielerin Halle Berry zuständig. Auch wieder von verschiedenen Aspekten angeschaut. Wenn diese Schauspielerin dran war, dann ging das Neuron an. Man hat mittlerweile, denn es geht nicht nur um Großmütter, nicht nur um Schauspielerinnen, nicht nur um einzelne Gesichter, es geht auch für Objekte. Da muss man natürlich sich überlegen, welche Objekte nehme ich denn, die wirklich jeder kennt und mit denen wirklich jeder irgendwie mal zu tun gehabt hat, die sozusagen bei jedem Menschen im Kopf neuronal repräsentiert sind, wo es also Neuronen gibt, die dafür stehen. Nun, man kam auf verschiedene Ideen, den Eiffelturm kennt jeder, es gibt andere Dinge, zum Beispiel auch das Opernhaus in Sydney. Und betrachten wir mal das nächste Bild. Das Ding kennt einfach jeder, weil die Architektur so besonders ist, weil es ja auch so viel Geld gekostet hat, weil man es schon wieder renoviert hat und so weiter und so weiter. Man kennt es gut und deswegen, wer das sieht, der weiß gleich, was das ist. Und er kann es auch von woanders sehen. Nächstes Bild. Man sieht es wieder. Es ist das gleiche Ding. Ja. Beim nächsten Bild sieht man es sofort. Es ist wieder das gleiche Ding, obwohl es ganz anders aussieht. Also nochmal ganz wichtig. Das, was man hier sieht, einmal sind die Winkel so und einmal so, einmal kommt es von vorne so, dann hat man zack, 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 viele Dinge. Die Objekteigenschaften, die sind jedes Mal vollkommen anders und das ist wichtig. Worauf das Neuron anspricht, ist also nicht irgendwelche, ich sag mal, Dreieckshaftigkeit oder Großsegelhaftigkeit oder Gebäudehaftigkeit. Das Neuron spricht an auf Sydney Opera House. Und das konnte man beim Affen nicht machen, man konnte es aber beim Menschen machen. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Sie können nämlich Folgendes machen. Sie können auch einfach nur Sydney Opera hinschreiben. Genauso nebenbei, wie Sie auch Halle Berry oder Jennifer Aniston einfach nur hinschreiben können. Das gleiche Neuron geht wieder an. Wir haben es also hier tatsächlich mit Nervenzellen zu tun. Die stehen nicht für irgendwelche Wahrnehmungseigenschaften, sondern die stehen für das ganz Allgemeine, was wir aus der, ich sag mal, Pixelsoße, die von den Augen kommt und in unser Gehirn reingeht, was wir daraus machen. Und es sind tatsächlich einzelne Nervenzellen. Das heißt nun nicht, dass nur dieses eine Neuron aktiv wäre, wenn wir zum Beispiel an das Sydney Opera House denken. Aber die Information, die in vielerlei Kanälen hineingeht und die dann da oben zusammenläuft, von der wissen wir ja, dass diese Information von da oben auch wieder runtergefüttert wird. Unser Eingangsbild mit diesem furchtbaren, komplizierten Schaltplan, da ist eine Information ganz wichtig. Sämtliche Linien, bei denen handelt es sich nicht um Einbahnstraßen, sondern um Zweiwegeverbindungen. Das heißt, wenn von hier unten die Information hochgeht, Achtung, da ist eine Kante, dann kommt von da oben auch die Information zurück, Achtung, da hat eine Kante zu sein, sofern das, was ich erkannt habe, was es möglicherweise ist, es auch ist. Das heißt, die oberen Bereiche, die geben die Kanten zurück und die unteren geben die Kanten hoch und dann gleichen die sich ab und kriegen so raus, aha, hier sieht das so aus und hier muss das so aussehen. Das ist ganz wesentlich, denn nur durch dieses Hin und Her der Informationen kommt es tatsächlich zustande, dass wir auch so schnell und so gut wahrnehmen, wie wir wahrnehmen. Das Wichtige ist jetzt Folgendes. Wir können jetzt nochmal uns alle anschauen, alle möglichen Bilder, auf die sozusagen diese eine Nervenzelle anspringt, die auf das Konzept, kann man sagen, auf das hochstufige allgemeine Sydney Opera House anspringt. Ja. Dieses Konzept ist so hochstufig, dass es, und das ist ganz wesentlich, und das konnte erstmals nur bei Menschen gezeigt werden, sogar auf den Schriftzug anspringt. Wenn ich nun an sowas denke, oder wenn ich so etwas wahrnehme, dann nochmal, geht es nicht darum, dass dieses eine Neuron angeht,
sondern es geht dann sozusagen die ganze Kaskade von den Einzelheiten, von der Farbe, von vielleicht der Bewegtheit, von bestimmten Umrissen bis hin zu dem Neuron und auch wieder runter. Und es ist die Aktivierung des ganzen Systems, aber jeweils natürlich von Nervenzellen, die für bestimmte Aspekte des Sydney Opera Houses, von Hal Berry oder von meiner Großmutter stehen. Und wenn diese ganze Kaskade in dieser Differenziertheit aktiviert ist, dann ist diese volle Aktiviertheit aller dieser Bereiche, die jeweils ihren Beitrag zu dieser Wahrnehmung leisten, das ist natürlich und nicht ein Neuron. Ja. Das, was bei der Wahrnehmung und bei der kortikalen, also bei der zentralnervösen Repräsentation einer Wahrnehmung geschieht. Wesentlich ist, dass wir auch nicht ein Neuron haben. Wenn Sie so ableiten, dann erwischen Sie natürlich, wenn Sie Glück haben, ein Neuron. Aber es ist natürlich so, dass Sie beim Ableiten, da gibt es immer Hunderttausende von Neuronen drumherum. Wir haben gute Gründe zur Annahme, dass diese Neuronen so angeordnet sind auf der Gehirnoberfläche, dass ähnliche Repräsentationen nebeneinander liegen. Das heißt, wenn Sie hier ableiten, da haben Sie ein Neuron, das ist sozusagen für Jennifer Aniston und zwar genau für sozusagen diese, ich sag mal, genau diese Schauspielerin in einer ganz bestimmten Hinsicht zuständig. Daneben ist es auch für die Schauspielerin zuständig, für eine etwas andere Hinsichtnahme, vielleicht für eine etwas freudigere oder etwas traurigere oder was auch immer. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe, wir haben eine Population, wie der Neurobiologe sagt, von Neuronen, die für diese Schauspielerin oder jene oder ihre Großmutter zuständig sind. Und es sind diese ganze Population und die Aktivität dieser Population auf der hochstufigen Ebene und die Aktivität aller anderen Nervenzellen. Und wie gesagt, das ist rückgekoppelt und geht ganz schnell hin und her. All diese gesamte Aktivität ist sozusagen für das Denken an Ihre Großmutter zuständig. Gibt es also Großmutterneuronen? Und ist Ihre Wahrnehmung so, dass es von einfachem bis hin zum Großmutterneuron geht? Die Antwort heißt zunächst mal ganz klar, ja. Es ist aber nicht so, dass Ihre Wahrnehmung von irgendeiner Sache nur in der Aktivierung eben dieses einen Neurons bestünde, sondern die Wahrnehmung besteht in der Aktivierung der ganzen Kaskade, die aber in dem Neuron zusammenläuft und gewissermaßen von dem Neuron auch zusammengehalten wird. Das verfließt nicht wieder, sondern das Neuron oder eine ganze Population, wie eben schon gesagt, sorgt dafür, dass die anderen unten auch immer schön das machen, was sie machen, nämlich das repräsentieren, was sie gerade repräsentieren sollen. Nun kann man ja sagen, aus der Tatsache, dass man ein Neuron für das Sydney Opera House oder ein Neuron für die Schauspielerin Hal Berry oder ein Neuron für Jennifer Aniston gefunden hat, folgt noch lange nicht, dass es Großmutterneuronen gibt. Ein Kommentator in der Zeitschrift Nature schrieb aber so schön, nun, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Schauspielerinnen auch mal Kinder und die wiederum Kinder bekommen, dass also Schauspielerinnen auch mal irgendwann Enkel haben werden und spätestens dann, wenn Jennifer Aniston oder Hal Berry einen Enkel haben werden, ist die Existenz von Großmutterneuronen gesichert. Spaß beiseite. Das Interessante war noch, dass man tatsächlich herausfinden konnte, wie clever diese Großmutterneuronen sind, also diese Neuronen, die für etwas ganz Bestimmtes stehen. Man hat nämlich zum Beispiel mal von der Schauspielerin, mit ihrer Ehe Probleme gehabt hat und wurde mittlerweile ja geschieden und so weiter. Man hat also ein Bildchen gezeigt von der Schauspielerin mit einer anderen Schauspielerin aus der Sendung. Und was zeigte sich? Das Neuron ging auch an. Denn es zeigte ja, auf dem Bild war ja die Schauspielerin. Dann hat man ein Bildchen gezeigt, dem Patienten, von der Schauspielerin mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt. Das Neuron ging nicht an. Das Neuron war also über die neuesten Entwicklungen aus der Regenbogenpresse bestens informiert. Sie sehen, es geht hier wirklich nicht mehr um Wahrnehmung oder um Aspekte von Wahrnehmung. Es geht hier um Aspekte von Bedeutung und es geht darum, dass wir hier einen fließenden Übergang haben von den Dingen, die sozusagen von unten hereingehen ins Wahrnehmungssystem, zumindest auf dem eingangs gezeigten Schema. Da kommen einfache Pixelimpulse von den Augen hinein und es wird immer hochstufiger bis zu Neuronen, die wirklich für Einzelnes, Abstraktes, für die Person so und so stehen. Und das Gesamte und das Hin und Her und die Interaktion, die machen letztlich die volle Wahrnehmung aus.